Dein Pferd stand jetzt immer ganz brav an der Aufstiegshilfe und du konntest gut aufsitzen und eines Tages weicht es plötzlich wieder aus, zur Seite oder zurück. Was bedeutet das und was kannst du jetzt tun? Hallo, hier ist Marita und diese Fragen möchte ich heute in diesem Video klären. Ja, ich möchte jetzt erstmal zeigen, wie es wieder gut funktioniert. Also hier habe ich Sohle an der Aufstiegshilfe, einen Baumstumpf und ich lasse sie da fortreten. Sie möchte jucken und grasen, wie das im Sommer so ist, und lässt mich hier völlig problemlos aufsitzen. Sie möchte dann gleich losgehen. Das erlaube ich nicht, weil ich es immer ganz gut finde, wenn die Pferde dann noch so ein bisschen stehen bleiben. Jetzt ein paar Tage später ist dies eigentlich dieselbe Situation. Ich möchte wieder aufsitzen. Ich hole sie hier an die Aufstiegshilfe und klettere auf den Baumstumpf. Und als ich Anstalten mache, aufzusitzen, weicht sie aus. Also sagt entschlossen nein. Ich probiere es dann nochmal. Das mache ich eigentlich oft einfach so. Ich bleibe aber völlig freundlich. Probiere das nochmal. Und da sagt sie genauso wieder nein. Dann würde ich an diesem Tag das nicht weiter probieren. Ich würde dann Bodenarbeit machen und sie dann wieder auf die Koppel bringen. Und am nächsten Tag, das ist das Wichtige, da gehe ich wieder zur Aufstiegshilfe, möchte aber nicht aufsitzen, sondern gehe zurück zu dem, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Das heißt, ich gehe an die Aufstiegshilfe und streichle sie da und mache nicht mehr. Und wenn das gut klappt, dann gehe ich wieder weg. Und das mache ich eventuell 2, 3 Tage hintereinander oder ich probiere es auch, je nachdem, wann sie mich wieder aufsitzen lässt. Und jetzt habt ihr vielleicht Angst, dass sie mich gar nie wieder aufsitzen lässt. Das stimmt aber nicht. Meine Erfahrung ist so, das sind Stimmungen, die die Pferde haben. Und wenn man das immer mal wieder probiert, dann klappt das auch wieder ganz ohne Probleme. Also ich hoffe, war interessant. Ich würde mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über ein Abonnement freuen und dann bis zum nächsten Video.